Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag, gewünschte Nacht da draußen. Ich muss so spontan filmen, weil bei uns schneit es zum ersten Mal dieses Jahr. Oder eigentlich generell in unserem Winter. Freuen die Kinder sich direkt, als im Pulver Schnee rauslaufen? Ich gehe nur raus wegen den Jungs. Ja. Nur wegen den Jungs, du willst gar nicht raus. Alter, ist das kalt und ist das kacke. Und dieser Mist, der ist so rutschig. Wie geil ist das denn? Braucht jetzt auch kein Mensch mehr. Herrlich. Ich muss doch mal anrufen. Wie einmal flippern? Ja. Wie bei dem aussieht. Kalt, 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 kalt. Aber ich habe gerade mein Telefon an der Ladestation, wo das ist total wild am Stürmen. Ja, da muss ich mal den Dirk anrufen und mal nachfragen, wie es denn bei ihm aussieht. Wieso bin ich denn so dreckig? Alter Falter. Schauen wir doch mal, ob wir ihn erreicht kriegen. Natürlich nicht. Was machst du, Jana? Ach so, ja. Klar, Handy darf ja bei so einem Event nicht fehlen, ne? Gut, ich mache hier wieder die Tür zu, ne? Ja. Reicht ja schon, dass das hier das scheiß offene Fenster so durchzieht. Ich war hier etwas Ordnung am Machen. Spinatbeutel. Ich habe keinen Platz im Kühlschrank. So, jetzt habe ich Platz. Geile Geschichte. Aber ich bin mal gespannt, wie es morgen früh aussieht. Bei uns ist das ja echt mal ein Highlight, wenn Schnee runterkommt, weil wir jetzt auch ein paar Tage hintereinander Minustemperaturen hatten, bleibt es auch auf dem Boden liegen. Weil in der Regel ist das bei uns ja hier, hast du eigentlich nie großartig mit Schnee zu tun. Wenn es schneit, ist weiß. Halbe Stunde später alles am Schmelzen. Mal gucken. Aber das ist Pulverschnee und Pulverschnee ist rutschige Drister. Ich habe jetzt gerade in Windeseile noch Winterklamotten aus dem Keller wieder hochgeholt. So die Schneehosen, Schneejacken, Handschuhe. Die sind auf jeden Fall warm angezogen jetzt. Keine Autos anfassen, ne? Hörst du, Rick? Kein Schnee von den Autos nehmen. Niemals. Ja, Ron muss ich gerade eben sagen, dass er die Autos nicht abwerfen darf, die vorbeifahren. Nee, das macht man auch nicht. Mein Auto ist am Schnee. Der Kack ist, weißt du, ich habe die ganze Zeit das nicht geschafft, den Wagen mal sauber zu waschen. Jetzt, wo ich frei hatte und dann war es zu kalt. Ich mach die Türe zu, ne? Und da hatte ich auch nicht die Möglichkeit. Oh, Kacke, jetzt ist er so dreckig und alles mögliche. Und Dirk braucht am Samstag den Wagen. Toll. Naja, können wir halt einfach auf den Schneematsch schieben, dass er so dreckig ist. So, machen wir hier die Tür zu. Ja, das Schneehöschen, ja, da habe ich zwei von den Kleinen hier. Kann der Ronja auch eins morgen im Kindergarten anziehen. Der Rick ist morgen bei meiner Mutter, weil die morgen schulfrei haben aufgrund einer Lehrerkonferenz. Und ich Dödel habe schon wieder verbummelt und habe einen Zettel nicht richtig gelesen, letztes Jahr. Dann hätte ich den bei der UGS als Notfallkind planen können, weil ich ja arbeiten bin. Aber ich habe es vergessen. Muss ich meiner Mutter. Ja. Heute am helllichten Tage. Ja, ist nicht mehr so viel Schnee, aber es hat die ganze Nacht eigentlich noch durchgeschneit. War mal schön. War mal echt schön. Aber wenn einmal Schnee kommt bei uns hier, zack, bumm, heute schon wieder plus ein Grad und das wird alles
denke ich mal. Morgen wirst du vielleicht noch was sehen, ich weiß es nicht. Aber das war unser Schneeerlebnis. Ich habe heute Morgen die Mädchen zur Schule hingefahren, weil es doch ein bisschen Komplikationen mit den Bussen gegeben hat. Ansonsten ist eigentlich ganz gut gelaufen. Kunden sind auch alle zum Termin erschienen. Naja, Schnee in NRW. Ha, reimt sich. Ich fahre jetzt zu meinen Eltern, die Jungs einsammeln, da der Rick heute aufgrund der Lehrerkonferenz keinen Unterricht hatte. Habe ich den bei meiner Mutter geparkt. Der Ron wollte dann auch nicht in den Kindergarten, habe ich den mit da geparkt. Oma hat sich gefreut. Und jetzt gehe ich schnell dem Papa, dem Opa, die Haare schneiden. Und dann mal gucken. Wieder in den alltäglichen Wahnsinn hier zurückkehren, ne? Wir haben heute übrigens schon Freitag. Der Lene und ich gehen jetzt mit dem Ron noch schnell was kaufen, damit wir morgen was fürs Frühstück haben. Dirk ist morgen den ganzen Tag weg. Also haben wir morgen Weiberhaushalt. Beziehungsweise Jana ist ja auch gar nicht da. Die geht mit ihrer Freundin ins Kino. Und ich habe dann nur die zwei kleinen Jungs und Darlene da. Mal gucken, was wir morgen alles machen. Aber jetzt ziehen wir zwei plus dem Ron erstmal einkaufen. Ne? Hey, check it out. Wir haben gerade festgestellt, wir haben beide graue Plastikstrickpullover. Das sind so Pullover, wenn die neu sind, kriegst du überall eine gezoppt. Oh ja. Dann knistern die voll, wenn man die auszieht. Oh Mann, oh Mann. Ich muss die ganzen LKWs noch aus dem Keller hochholen. Meine Waschküche, die sieht... Ich dachte, Papa wollte das machen. Er hat sie ja abgewaschen. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ronny, ziehst du Schuhe an? Wir müssen fahren. Ja, gehen wir einfach mal ein paar gute Sachen holen, dass ihr morgen etwas zu frühstücken habt. Ich habe meine Grapefruit. Ja. Ein Sellerie habe ich auch noch. Karotten habe ich. Nein, Spaß beiseite. Zum Frühstück. Eine leckere Orange. Ich kann ja mal gucken, ob die noch neue Orangen haben. Die sind mega, mega lecker süß. Wie die Mandarinen. Mandarinen haben wir eh nicht mehr so viel. Maschine ist offen. Was hast du denn für Schuhe an? Meine? Ich denke, den Müll müssen wir auch direkt mit rausnehmen. Ne? Stehen die rum? Die stehen dir echt, aber das sieht so aus. Du siehst aus wie ein Schlumpf. Was hat der für einen Anfall da im Wohnzimmer? Ein Hustenanfall. Ich war sogar vor Rick heute zu Hause. Echt? Aber auch nur mal 5 Minuten. Ja, aber ist doch cool. Badel, bringst mir mal meine Schuhe. Mami. Ja. Komm mal. Was denn? Gib mir mal meine Schuhe, dass ich die schon mal anziehen kann. Komm mal. Ja, sofort. Ich stimme sie jetzt mit meinen Schlappen ab. Ich zieh schon mal meine Jacke an, mir ist noch kalt. Mama, ich habe letztes gemacht. Super. Und hast du schon Belohnungen gekriegt, was du abholen kannst, einsammeln kannst? Nein. Danke für deinen Schwamm. Dann nimm die Tüte. Digga, guckst du, wo du hinfliegst. Welche Aufgaben musst du denn jetzt noch erledigen? Ich muss noch einen machen, glaube ich. Wo sind die Hunde? Ich hatte... Hey, Gott, guck. Maja. Musst du noch Kisten durchsuchen? In Riddle Roll? War das nicht Shifty Chefs? Aber du bist in Riddle Roll. Rogue. Riddle Rogue. Wer die Namen erfunden hat bei Fortnite. Vom Einkaufen. Ich habe erstmal eine Horde Batterien geholt. Ne? Diese dicken hier. D oder C? Also D und C habe ich geholt. Für den Kinderstaubsauger. Aber ich war mir nicht mehr sicher, welche kommen jetzt da rein. Die dicken oder die etwas dünneren? Keine Ahnung. Und ein Shadow Swatch. Hör mal, ich muss jetzt aber auch mal was überlegen. Was denn? Was die mir für diesen Shadow Swatch da abgehalten hat. Das waren insgesamt 18 Euro. Ja, deswegen. Habe ich keine Quittung? Doch. Nee, 5,50 Euro, richtig.
Ach, da war die Sonnenbrille dabei. Ja. Die Sonnenbrille. Der Ron, ja. Geh mit Ron einkaufen und du kaufst im tiefsten Winter eine Sonnenbrille. Ja, bei Maya. Die ist voll süß. Maya hat ja seine Sonnenbrille zerbissen. Also hat er jetzt eine neue Mama, gekriegt. Bei ja. Team hatte ich eben einen epischen Sieg. Mit Team, ne? Ohne Freunde. Einfach nur so Team. Ohne Kills. Keine Kills. Hey, mit wem hat denn das zusammen gespielt? Ohne Freunde. Ich habe den anderen eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ja, und hast du Antwort gekriegt? Nee. Und der Radio. Ja, von allen schon. Seid ihr jetzt Freunde? Ja, nur von allen. Okay. Ich habe auch nur mit einem zusammen gespielt und ich habe noch eine Freundschaftsanfrage geschickt, dann kann ich in meine Lobby. Cool. Ja. Oh, sind die hot? Beste Freunde für immer. Oh! Kann man ja mal machen. Die wären aber jetzt gerade fast voll fliegen gegangen. So, wir machen jetzt noch ein Toastbrötchen, ne? Dirk ist noch nicht zu Hause. Ich habe eine extra hingestellt, weil mein Mann sonst nicht hinpasst. Ja, wir spülen die jetzt ganz einfach mal sauber, ne? Ja. Und in diesem Sinne sage ich für heute erstmal Schluss und dann mal gucken. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.